Hallo und willkommen bei mir am Grill. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt's was, ich sag mal so, hört sich ein bisschen exotisch an. Und zwar gibt's heute Nudeln. Und zwar Cheeseburger, einen Cheeseburger-Nudeltopf. Hört sich cringe an, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber wenn ihr wissen wollt, wie ich den mache und ob er nachher schmeckt, bleibt dran. Viel Spaß beim Video. Ja, Zutaten, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal hier etwa 800 Gramm oder ein Kilo gemischtes Hackfleisch. Dann brauchen wir hier ein paar Cherry-Tomaten, normale stückige Tomaten aus der Dose. Wir brauchen Gurkensticks, jetzt nicht das ganze Glas, das werden so, ich denke mal so acht von den Sticks brauchen wir ungefähr. Dann etwas Paprikapulver. Wir brauchen etwa 600 Milliliter Gemüsebrühe. Dann etwas Butter, das sind diese so, weiß ich nicht, also eine gute Butterflocke, Sauerländer Butterflocke, 60, 70 Gramm. Etwas Mehl. Senf, dann brauchen wir drei von diesen Frühlingszwiebeln, Lauchzwiebeln, dann Nudeln natürlich, etwas geriebenen Käse, Bacon, Salz, Pfeffer, dann Worcestersoße. Und wir brauchen noch 200 Milliliter Milch. Das habe ich allerdings jetzt unten noch. Und natürlich unseren Topf. Das Ganze wird im Dutch Oven gemacht. Und da schauen wir auch gleich mal, wie es da weitergeht. Wir bereiten jetzt erstmal hier so die Zutaten soweit vor. Das, was wir brauchen. Und ich baue jetzt hier ein bisschen um, damit ihr auch zugucken könnt, was da jetzt noch so gemacht werden muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, was machen wir als erstes? Die 200 Gramm Bacon, die müssen wir jetzt erstmal ein bisschen klein schneiden. Geht recht flott. Einfach nur in grobe Stücke schneiden. Dann wären wir damit schon fertig. Die Lauchzwiebeln schneiden wir einfach in kleine Ringe. Unsere Cherry-Tomaten, die werden nachher einfach nur geviertelt, aber das können wir nachher machen. Und somit wären wir da schon durch mit unseren Schnibbelarbeiten. Wir können jetzt nachher sofort an den Dutch gehen. Ich heize den jetzt schon mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder da vorne am Ort des Geschehens. Ja, unser Pott ist jetzt wohl auf Temperatur. Ihr seht, da ist kein Öl, nichts drin. Jetzt kommt erst einmal der Bacon hier rein. Und der wird richtig schön kross angebraten. Da können wir uns richtig Zeit beilassen. Wie gesagt, normalerweise braucht kein Öl oder Fett oder sowas da rein. Der Bacon hat eigentlich so viel Fett, das sollte extrem ausreichend sein. So, wenn der Bacon jetzt angebraten ist, dann nehmen wir den erstmal raus, stellen den auf die Seite
So. Und dann kommt schon unser Hackfleisch rein. Und wird ebenfalls angebraten. Das kann ruhig ein bisschen stückig bleiben, das ist gar nicht so schlimm. Aber wir brauchen es nicht krümelig braten. So, wenn wir jetzt unser Hackfleisch so fertig angebraten haben, dann nehmen wir das auch wieder aus dem Topf raus. Legen es hier so seitlich in die Schüssel. So. Machen wir das hier in der Schüssel. Und jetzt nehmen wir unsere Butter. Die kommt hier rein. Wird erstmal zerlassen. Das sind so ungefähr 50 Gramm, etwas mehr. So, jetzt haben wir das hier so ein bisschen, haben wir die Butter geschmolzen. Jetzt kommt unser Mehl hier rein. Und jetzt müssen wir das rühren, 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 rühren. Gucken, dass uns das nicht verbrennt. So, und jetzt rühren wir die Milch unter. Und die Gemüsebrühe. Oh,
Mal gucken, dass wir schön glatt gerührt kriegen. Ich mache das jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Also so eine Mehlschwitze oder wie sich das Ding heißt, wie das Ding heißt. Ich hoffe, das gelingt mir. So, jetzt kommen hier die Tomaten rein. Das sind keine stückigen Tomaten, das waren ganze Tomaten. Na gut. Mal gucken, dass wir so klein kriegen. Wir kommen jetzt hier noch so. Zwei gute Esslöffel Paprikapulver. Dann drei Esslöffel Senf. Ja, soll passen. Von der Worcestersoße kommt auch noch mal so zwei. Gute zwei Esslöffel rein. Auch untergerührt. Das Ganze wird schon mal gewürzt mit Pfeffer und Salz. Nachwürzen können wir immer noch. So, und jetzt kommen die anderen Zutaten wieder rein. Das heißt Bacon, Hackfleisch. Unsere Lauchzwiebeln. Ich
Die Gurkenstücke kommen noch rein. Dann kommen noch unsere geviertelten Kirschtomaten rein. Und unsere Nudeln. So, das wird jetzt alles untergerührt. Die Brenner unten drunter habe ich schon ausgemacht. Ich glaube, ich muss nachher noch ein bisschen Wasser nachgießen. Oder Gemüsebrühe oder so. Mal schauen. Denn die Nudeln werden ganz schön ziehen. Wie gesagt, ich mache jetzt nachher noch, ich mache noch ein bisschen Gemüsebrühe fertig. Oder was? Ja, Gemüsebrühe. Und dann kommt jetzt erstmal der Deckel drauf. Und wir lassen das jetzt erstmal so eine 15 Minuten vor sich hin brutzeln. So, das Ganze hat jetzt eine gute 15 Minuten vor sich hin gebrutzelt. Die Nudeln sind noch nicht fertig, aber wir müssen jetzt mal noch ein bisschen die Soße abschmecken, ob wir da noch was reinmachen müssen. Hm. Nö, schon sehr geil. So, jetzt kommt unser Käse. Jetzt wird das Ganze mit dem Käse bestreut. Ich habe jetzt hier Emmentaler und Tilsiter gerieben. Ich glaube, da könnte ich sogar noch ein Paket mehr drauf packen. Mache ich auch gleich. Aber jetzt erstmal zum Demonstrieren soll das reichen. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und dann bleibt das Ganze für 30 Minuten hier im Grill und wird überbacken. Ja, unser Essen ist fertig. Ich hole mir mal hier so ein Probierschüsselchen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe in der letzten, ja, so letzten 10, 15 Minuten habe ich eben halt den Käse drauf gemacht und nachher habe ich den Deckel runtergenommen vom Topf, damit der Käse ein bisschen überbackt. Ich hatte nur noch ein Paket Käse. Ich dachte, es wäre noch ein zweites unten im Kühlschrank. Das war aber was anderes. Es war Knödel. Fertig Knödelmasse. Okay, ich probiere das jetzt mal. Nudeln und so weiter sind auf jeden Fall durch. Half. Geil. Das schmeckt echt lecker. Es ist richtig gut. Schmeckt sogar ein bisschen irgendwie wie Cheeseburger. Kann man echt nicht sagen, kann man echt nicht anders sagen. Liegt an der Soße.
Aber geil. Auch das mit diesen Gurken, mit diesen frischen Tomaten da drin. Sehr lecker. Hammer. Das ist wirklich Hammer. Richtig geil. Das Rezept ist übrigens von Schnell mal gekocht. Ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich verlinke euch mal die die Webseite von denen unten in der Videobeschreibung. Und schaut da mal rein. Die haben wirklich geile Sachen, die man mal eben schnell machen kann. Also das ist wirklich richtig geil. Ich mag's. Ich mag's einfach. Es ist einfach fucking heiß. Aber okay. Ich gehe jetzt runter. Die Meute wartet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, Glocke aktivieren nicht vergessen und ein oder andere nette Kommentar auch gerne gesehen. Bringt mich auch weiter im Algorithmus und ja, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.